Schon bin ich verloren. Zu Hilfe, schon bin ich verloren. Der listige Schlange zum Opfer kommen, barmherzige. Schon nahet sie sich, schon nahet sie sich. Ach, rettet mich, ach, rettet, rettet, schützet mich. Ach, schützet, schützet, rettet, 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 schützet. Komm,
Ist's Fantasie, dass ich noch lebe? Oder hat eine höhere Macht mich gerettet? Wie? Die bösartige Schlange tot? Was höre ich? Wer du bist. Mein Vater ist Fürst, der über viele Länder und Menschen herrscht. Mich nennt man Prinz. Länder? Menschen? Prinz? Sag mal, gibt's außer diesen Bergen auch noch Länder und Menschen? Viele Tausend. Da ließ ich eine Spekulation mit meinen Vögeln machen. Sag du mir aber zuvor, wie nennt man eigentlich diese Gegend und wer beherrscht sie? Kann ich dir ebenso wenig beantworten, als ich weiß, wie ich auf die Welt gekommen bin. Wie? Du wüsstest nicht, wo du geboren und wer deine Eltern waren? Kein Wort. Ich weiß nicht mehr und nicht weniger, als dass mich ein alter, aber sehr lustiger Mann auferzogen und ernährt hat und dass nicht weit von hier meine Strohhütte steht, die mich vor Regen und Kälte schützt. Aber wie lebst du? Von Essen und Trinken, wie alle Menschen. Wodurch erhältst du das? Durch Tausch. Ich fange für die Sternflammen, die Königin und ihre Jungfrauen verschiedene Vögel. Dafür erhalte ich täglich Speise und Trank von ihr. Sternflammende Königin? Sag, warst du schon so glücklich, diese Göttin der Nacht zu sehen? Sehen? Ja. Die Sternflammen, die Königin sehen? Ja. Deine letzte alberne Frage überzeugt mich, dass du nicht von hier bist. Hast du sie gesehen? Welcher Sterbliche kann sich rühmen, sie je gesehen zu haben? Welches Menschenauge würde durch ihren schwarz durchwebten Schleier blicken können? Schwarz durchwebten Schleier? Wie er mich so starr anblickt, bald fange ich an, mich vor ihm zu fürchten. Was siehst du so verdächtig nach mir? Weil ich zweifle, ob du ein Mensch bist. Wie? Nach deinen Federn, die dich bedecken, nun, da halte ich dich. Dafür keinen Vogel, du bleib zurück, sage ich dir, und trau mir nicht.
Ich habe Riesenkraft. Riesenkraft? Ja. Also warst du wohl gar mein Retter, der diese giftige Schlange bekämpfte. Schlange? Ist sie tot oder lebendig? Freund, wie hast du dieses Ungeheuer bekämpft? Du bist ohne Waffen? Oh, ich brauche keine. Und bei mir ist ein starker Druck mit der Hand mehr als Waffen. Du hast sie erdrosselt? Erdrosselt? Bin in meinem Leben nicht so stark gewesen. Papa, geh so! Aha, das geht mich an. Wer sind diese Damen? Und wer sie eigentlich sind, weiß ich selbst nicht. Ich weiß nur so viel, dass sie mir täglich meine Vögel abnehmen und mir dafür Wein, Zuckerbrot und süße Falken bringen. Sie sind vermutlich sehr schön. Ich denke nicht. Denn wenn sie schön wären, würden sie ihre Gesichter nicht bedecken. Ne? Papageno! Oh, sie stellen sie drohen schon. Ach, du fragst, ob sie schön sind! Ja, ich habe in meinem Leben nichts Reizenderes gesehen. Jetzt werden sie bald wieder gut sein. Papageno! Was muss ich denn heute verbrochen haben, dass sie gar so aufgebracht sind? Hier, meine Schönen! Übergebe ich meine Vögel. Und dafür schickt ihr unsere Fürstin heute zum ersten Mal statt Wein reines, helles Wasser. Hm? Und mir befahl sie, dass ich statt Zuckerbrot diesen Stein überbringen soll. Ich wünsche, dass ihr dir wohl bekommen mögt. Was Steine soll ich fressen? Und statt der süßen Feigen habe ich die Ehre, dir dieses goldene Schloss vor den Mund zu schlagen. Damit du künftig nie mehr lügst. Und dich nie mehr der Heldentaten rühmst, die andere vollzogen. Wir machen's, Jüngling, die dich befreit. Hier ist Gemälde, schickte unsere Fürsten. Es ist das Bildnis ihrer Tochter. Erweckt es Liebe in dir. So sei Glück, Ehr und Ruhm dir beschieden. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Adieu, Monsieur Papageno. Und nicht zu hastig getrunken. Zauberschön in
besonders glücklich zu machen. Hat dieser Jüngling, sprach sie, auch so viel Mut und Tapferkeit? Als er zärtlich ist, so ist meine Tochter gerettet. Gerettet? Ein mächtiger, böser Dämon entriss ihr Pamina. Pamina? Die liebliche Tochter. In der Gewalt eines Bösewichts. Kommt, Mädchen, führt mich. Pamina sei gerettet. Ihr Götter. Ihr Götter, was ist das? Unsere Königin. Thank you.
guten Götter, täuscht mich nicht. Schützt meinen Arm. Stählt meinen Mut. Und Taminos Herz wird ewigen Dank euch entgegenschlagen. Der Arme kann von Strafe sagen, denn seine Sprache ist dahin. Ich kann nichts tun, als dich beklagen, weil ich zu schwach zu helfen bin. Ich kann nichts tun, als dich beklagen, weil ich zu schwach zu helfen bin. Weil ich zu schwach zu helfen bin, weil ich zu schwach zu helfen bin. Thank you.
Schrecken ließ. Es gibt ja schwarze Vögel in der Welt. Warum nicht auch schwarze Menschen? Mutter, meine Mutter. Sieh da, da ist ja das schöne Fräulein Bild. Du, Tochter der nächtlichen Königin. Wer bist du? Ein Abgesandter der sternflammenden Königin. Meine Mutter? Dein Name? Papageno. Papageno. Du kennst also meine Mutter. Wenn du die Tochter der nächtlichen Königin bist. Ja? Ich bin es. Das will ich gleich erkennen. Die Augen braun. Richtig. Braun. Die Lippen rot. Richtig. Rot. Braune Haare. Braune Haare. Nase weiß. Nase weiß. Alles trifft ein. Bis auf Hände und Füße. Ja, nach dem Gemälde zu schließen, sollst du weder Hände noch Füße haben, denn hier sind auch keine angezeigt. Wie kam das Bild in deine Hände? Durch Tausch. Ach, ich muss dir das umständlicher erzählen.
Ich kam heute früh wie gewöhnlich zu deiner Mutter Palast mit meiner Lieferung. Lieferung? Ja. Ich liefere deine Mutter und ihren Jungfrauen schon seit vielen Jahren all die schönen Vögel in den Palast. Eben als ich im Begriff war, meine Vögel abzugeben, sah ich einen Menschen vor mir, der sich Prinz nennen lässt. Dieser Prinz hat deine Mutter so eingenommen, dass sie ihm dein Bildnis schenkte und ihm befahl, dich zu befreien. Sein Entschluss war so schnell als seine Liebe zu dir. Er liebt mich. Hm? Sag mir das noch einmal. Ich höre das Wort Liebe gar zu gern. Das glaube ich dir. Du bist ja auch ein Mädchen. Aber wenn der Jüngling Liebe für mich fühlt, warum säumt er so lange, mich zu befreien? Na, da steckt eben der Haken. Als wir von den Damen Abschied nahmen, sagten sie uns, drei holde Knaben würden unsere Wegweiser sein. Sie würden uns belehren, wie und auf welche Art wir handeln sollen. Was lehrten sie euch? Nichts, denn wir haben keine gesehen. Zur Sicherheit war der Prinz so fein, mich vorauszuschicken, um dir unsere Ankunft anzukündigen. Wenn Sarastro dich erblickte... Sarastro? Um diese Zeit kommt er gewöhnlich von der Jagd zurück. Ach, Sarastro ist nicht zu Hause. Na, dann haben wir gewonnenes Spiel. Du wirst Augen machen, wenn du den schönen Jüngling siehst. Komm! Aber wenn dies ein Fallstrick wäre, wenn dies ein böser Geist aus Sarastros Gefolge wäre. Nicht ein böser Geist. Ich bin der beste Geist auf der Welt. Vergib, wenn ich dich beleidigte. Du hast ein gefühlvolles Herz. Ja, freilich habe ich ein gefühlvolles Herz. Ja, aber was nutzt mir das alles? Ich möchte mir auf all meine Federn ausrupfen, wenn ich bedenke, dass Papageno noch keine Papagena hat. Du hast noch kein Weib? Nicht einmal ein Mädchen, viel weniger ein Weib. Und unser einer hat doch auch bisweilen seine lustigen Stunden, wo man so gern gesellschaftliche Unterhaltung haben möchte. Geduld, Freund. Der Himmel wird auch für dich sorgen. Er wird dir eine Freundin schicken, ehe du dir's vermutest. Wenn er es nur bald schickte.
schwimmen. Ihr holden Knaben, sagt mir an, ob ich Paminen retten kann. Dies Mut zu tun steht uns nicht an, sei standhaft, duldsam und verschwiegen. Bedenke dies, kurz sei ein Mann, dann mit dir. Lehre dieser Knaben sei ewig mir ins Herz gegraben. Wo bin ich nun? Was wird mit mir? Ist dies der Sitz der Götter hier? Doch zeige die Pforten, es zeige die Säulen, dass Klugheit und Arbeit und Künste hier weilen, wo Tätigkeit thronet und Müßiggang weicht, erhält seine Herrschaft das Laster nicht leicht. Ich wage mich mutig zur Pforte hinein. Die Absicht ist edel und lauter und rein. Erzittere, feiger, böse mich, Paminen rette, Paminen rette, ist mir Pflicht. Eine Tür, vielleicht finde ich den Eingang hier. Wo willst du, kühner Fremdling, hin? Was suchst du hier im Heiligtum? Sarastro herrscht in diesen Gründen. Ja, ja, Sarastro herrscht hier. Doch in dem Weisheitstempel nicht. Er herrscht im Weisheitstempel hier. So ist denn alles Heuchelei. Willst du schon wieder gehen? Ja, ich will gehen, froh und frei, nie euren Tempel sehen. Erklär dich näher mir, dich täuschet ein Betrug. Sarastro wohnet hier, das ist mir schon genug. Wenn du dein Leben liebst, so rede. Sarastro hassest du? Ich hasse ihn nicht gar. Nun gib mir deine Gründe an. Er ist ein Unmensch, ein Mann. Ist das, was du
zugesagt, erwiesen. Durch ein unglückliches Weib bewiesen, das Gram und Jammer ihre drückt. Ein Weib hat also dich berückt, ein Weib tut wenig, plaudert viel, du Jüngling glaubst im Zungenspiel. O, legte doch Sarastro dir die Absicht seiner Handlung für. Die Absicht ist nur allzu klar, ist der Räuber ohne Erbarmen, nahm ihn aus der Mutter Armen. Ja, Jüngling, was du sagst, ist wahr. Wo ist sie, die er uns geraubt? Man opferte vielleicht sie schon. Mir dies zu sagen, teurer Sohn, ist jetzt und mir noch nicht erlaubt. Erklär dich Rätsel, täusch mich nicht. Die Zunge bindet Eid und Pflicht. Wann also wird das Dunkel schwinden? Sobald die Führt der Freundschaft fand ins Heiligtum. Das Licht mein Auge finden. Bald! Thank you.
Thank you.
nicht. Ich rufe dir auf, die Kindespflicht, denn meine Mutter steht in meiner Macht. Du würdest um dein Glück gebracht, wenn ich dir ihre Hände ließe. Fremdlinge in unseren Prüfungstempel.